Die Lizenz bereits gekauft. Geil. So. Würde ich sagen, ich fahre mal noch einen kleinen Flugplatz hier hinten hin. Geht nicht? Kommt. Ärgerlich, aber was soll's. Fluglizenz. Stadtbesitzer. Geldzahlung. Gebäude finanzieren. Stadtgeld. Schenk dir mal ein bisschen Geld. Fluglizenz habe ich ja. Jetzt möchte ich gern. Mit diesem Flugzeug. Frachtflugzeug. Passagier. Kaufen. Anhänger? Gibt's hier nicht bei dem Flugzeug, okay. Fahrplan. Halt von hier nach da. Alle starten. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Oh. So, jetzt haben wir ihn auch angeklickt. Oh, der transportiert auch Post. Geil. 80 Passagiere wird er auch mitnehmen. So, schauen wir mal. Und fliegt wieder zurück. So, schauen wir mal. Ausgeladen. Passagierflugzeuginformation, wahre Menge. Funktioniert noch nicht ganz so, wie ich das gedacht habe. Warum kommen hier keine Passagiere mit? Hm. Warum sind hier keine Passagiere? Menge Ware.
ist, dass kein basierisch angrenzende Stände zu transportieren. Gut, ich leih mal der Stadt auch ein bisschen Geld. Kann nicht verbessert werden. Bewirbt sich als Bürger. Tycoon. Okay. Komm, Kollege, nimm doch mal ein paar Passagiere mit. Ich mache irgendwie nicht gerade viele Moneten gut hierbei. Passagiere. Es gibt Post. Muss ich die Post erst hier zum Flugzeug bringen? Zum Flughafen? Tonnen Post kann ich mitnehmen. Scheiße hier. Drecks Mist aber auch. Okay, damit mache ich irgendwie dann miese. Scheiße. Es wollen Passagiere mit. Heilige Scheiße. Okay. Dann schauen wir mal, ob endlich hier drüben auch welche. Wie geil. 87 Passagieren, okay, besser wie nichts. Voll zufrieden. Post auch ein bisschen. Wie geil. Okay, mal gucken, was ich da jetzt an Kohle bekomme. Na ja, gut. 80 Tonnen Post, 15 Passagiere. Alles gut. Alles gut. 47 Passagiere. Komm. Jede Menge Post. Tausend. Jawohl. 80 Passagiere, geil.
70 Passagiere. So, komm. Mein Rang, Bezirksmanager. Und 64.000. Heilige Maria. Ich baue mehr Flugzeuge. Und zwar von hier, ihr habt doch Post und Passagiere im Überfluss. Jawohl. Und gibt es hier noch eine Stadt in der Nähe gleich? Ist doch alles ein bisschen weit weg. Sechshundert. Waren Passagiere zu dürfen. Machen wir hier ein bisschen größeren Flugplatz hin. Schön Straße außenrum. So. Nein, das nicht. Nein, das auch nicht hier. Passagierflugzeug. Oder Waren. 80 Passagiere. Kaufen. Fahrplan. Halt von hier. Nach. Scheiße, wo ist das denn schon wieder? Ach, da. Geilen, krassen Flughafen. Passagier kaufen. Depot, Fahrplan. Von hier. Gleich nächsten kaufen. Fahrplan von hier.
Welle starten. Bösdorf, jawohl, hier ist ja noch so ein schöner kleiner Flughafen. Kaufen. Fahrplan. Von hier nach da. Warte, hier war doch irgendwo außen noch einer. Ich finde es nicht mehr. Rauszoomen. Ja. 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 War's das jetzt? Ich glaube. Hier hatten wir noch nichts, oder? Nein. Okay, alle starten. Oh, Scheiße. Muss ich nicht da die blöden Lizenzen kaufen? Verwaltung. Dreck, Dreck, Dreck. Wo ist der nächste? Hier. Informationssicherheit? Nein. Die Stadt. Nochmal. Oh. Okay. Jetzt wird es vielleicht doch ein bisschen scheiße. Forschung. Economy. Investiere in der Forschung und aufwerte. Verbessere deine Flugzeuge. Geschwindigkeit um 10. Beinfreiheit. Mehr Sitze. Mehr Post untergebracht werden. Okay, los. Da. Forschung. Fahrzeuganzeigen. Profit. Okay, wer hat den besten Profit gemacht? 155 Bus. LKWs und Busse. Die Busse waren alle gut. 160.000.
160. Hopp, hopp, hopp. Flugzeuge. Sieben. Bitte? 700.000. Das gucke ich mir jetzt an. Wenn die jetzt alle so krass ins Plus drehen, dann aber. Transportiere ich alles mit Flugzeugen. Passagierflugzeug. Du Heiliger. Gut, für zwei Flugplätze muss ich schon alleine in den Städten für die Lizenzen 4 Millionen rechnen. Aber dennoch. Ein Flugzeug. Oha. Was machen meine Züge? 300.000, 500.000. Und das nach 14 Jahren. Nach 17 Jahren. Sieben Jahre. Ich fasse es nicht, wie viel Geld du mit Flugzeugen verdienst. Ich glaube, ich schaffe meine Buslinien ab und lasse einfach die Leute nur noch hin und her fliegen. Brauche ich keine Straßen mehr?